Schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria-Wien gegen TSV Hartberg 5:0. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen. Wie immer wollen wir mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Markus Schupp. Bitte, Markus. Ja, zuerst einmal Gratulation an die Wiener Austria. Ich glaube, dass das Resultat und der Sieg der Wiener Austria absolut in Ordnung geht. Zum Spiel, zu unserer Leistung gibt es relativ wenig zu sagen. Nur wenn man als TSV Hartberg so in der Fremde auftritt, so zu einer Mannschaft kommt wieder wie der Austria, dann ist das einfach zu wenig. Die Mannschaft hat von der ersten Sekunde an alles das vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben. Klar, die Wiener Austria hat Qualität, die Wiener Austria hat sehr, sehr gute Momente zu ihren Gunsten genutzt und nichtsdestotrotz, glaube ich ganz einfach, als TSV Hartberg darfst du nicht nach Wien kommen zu Wiener Austria und dich irgendwo anstecken lassen, dass du in der Favoritenrolle bist. Als Trainer kann man das nur immer warnend der Mannschaft vorhalten, das haben wir die ganze Woche getan, aber scheinbar ist die Botschaft nicht so angekommen, deswegen müssen wir uns schnell abputzen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und uns einfach wieder auf die nächste Woche fokussieren, die extrem intensiv werden wird. Danke, Markus. Christian, ich darf dich bitten, ein Statement zum Spiel. Bitte schön. Ja, für uns war es ein sehr, sehr gelungener Abend. Wir haben, denke ich, nahtlos an diese letzten 20 Minuten von letzten Sonntag bei der Admira angeschlossen. Waren vor allem in der ersten Halbzeit extrem präsent. War die Führung in dieser Höhe absolut in Ordnung. Haben nach vorne mit extrem schnellem Umschaltspiel und sehr, sehr flexibler Bewegung auch von unseren vier Spielern vorne. Da hat Berg immer wieder vor Probleme gestellt und war wirklich extrem zufrieden mit der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren sehr schnell diese zwei Tore da und danach war es auch wichtig, hier die Null zu halten, weil eben dieses Spiel auch für uns so die letzte Chance war, noch mal oben anzudocken und ich denke, die haben wir ganz gut genützt. Diese Chance lebt jetzt und dementsprechend war es auch wichtig, da 5:0 zu gewinnen. Danke, meine Herren. Fragen bitte, Handzeichen. Philipp kommt mit dem Mikro und geht sofort los. Florian Kröger von der Kronenzeitung beginnt. Trainer Jugend an die Macht, dein Motto in der Offensive. Könntest du vielleicht ein bisschen was zu den drei Burschen sagen, zum Zakaria, zum Fietz und speziell auch zum Bichler? Ne? Der hat letzte Woche reingeschnuppert zum ersten Mal, heute zum ersten Mal von Beginn. Das war schon beachtlich, ne? Ja, Jugend an die Macht, es war wichtig, dass wir eine gute Mischung gehabt haben am Platz. Ich denke, wir haben in der Abwehr, im zentralen Mittelfeld viel Routine gehabt und da vorne die wilden Jungen, die es richtig gut gemacht haben, die abermals so eine Talentprobe abgelegt haben. Ja, der Benni hat ja am Sonntag schon gezeigt, wie gefährlich er sein kann mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Wucht. Hat ja heute das Tor gemacht, das ihm am Sonntag noch verwehrt geblieben ist. Aber Fizio und Manni haben ein richtig tolles Spiel gemacht und Manni hat heute wieder die Tore gemacht. Klaus Hollmann, Kleine Zeitung. Ich hätte eine Frage an beide Trainer und zwar, was den Kampf um den sechsten Platz betrifft. Nicht nur die Punkte, die hier heute vergeben wurden, sondern die Art und Weise, wie jetzt für euch, für die Austria, der Sieg eingefahren wurde, beziehungsweise die Niederlage, hat das besondere Auswirkungen auf den weiteren Kampf um Platz 6? Die Art und Weise, weil es doch sehr klar war, nicht? Jetzt für uns ist ganz klar, wenn man auf die Tabelle schaut, uns bringen nur Siege nach oben. Wir haben jetzt 6 Spiele und das Programm ist nicht einfach, aber der heutige Sieg war auch für unser Selbstbewusstsein, man hat das im Spiel einfach auch gemerkt, dass man einfach, ja, wenn man es jetzt umgekehrt betrachtet, wie wir die Saison gestartet sind, dass das schon Spuren einfach in den Köpfen der Spieler hinterlassen hat und dass so ein Erfolgserlebnis natürlich auch den Spielern vom Selbstbewusstsein her schon sehr, sehr gut getan hat. Jetzt steht das Derby vor der Tür und ja, wieder ein neues Spiel und wir müssen das Spiel schon so einschätzen, wie es war. Es war früh auf Schiene. Wir haben einen schönen Erfolg gelandet, aber jetzt heißt es einfach, da anzuschließen, sehr, sehr konsequent zu bleiben und dann können wir vielleicht diese Minimalchance, die sich uns jetzt noch bietet, in Angriff nehmen. Ja. Könnte es so sein, dass das mehr als ein Minimal ist? Nein, es war ein Spiel, eines von 22 Spielen, das wir heute verloren haben und das zu Recht. Aber wir haben davor 15 Spiele gehabt, wo wir uns 24 Punkte erarbeitet haben
Und ich habe vor dem Spiel schon gesagt, es sind extrem viele Punkte noch zu vergeben. Sowohl Niederlage als auch Sieg sind für mich jetzt nicht entscheidend, ob wir sagen können, wir sind da jetzt dann den Top 6 da näher gekommen. Klar ist es, dass wir besser agieren müssen als heute. Und da bin ich aber ziemlich optimistisch, dass uns das gelingen wird. Okay. Stefan Oellerer, Önius. Auch eine Frage an den Markus Schopp. Sie waren jetzt enttäuscht von der Leistung. Sie haben gesagt, so darf man nicht auftreten. Was war Ihr Spielplan oder die Überlegungen, die Sie der Mannschaft mitgeteilt haben, als Sie hierher gekommen sind? Naja, wir wissen natürlich über die individuelle Qualität des Gegners. Wir wussten auch, dass es eine Situation ist, die für die Austria natürlich herausfordernd ist, nämlich zu Hause zu spielen gegen Hartberg, wo jeder sich einen Sieg erwartet. Aber wir wollten ganz einfach den Gegner von Anfang an zeigen, dass wir zu Recht hier sind, wo wir sind. Und ich glaube ganz einfach, dass wir sehr engagiert in das Spiel gekommen sind, wollten auch da ganz einfach von Anfang Präsenz zeigen. Aber wir haben dem Gegner noch viel zu einfach gemacht. Also in den Umschaltmomenten, das ist zu einfach gegangen. Ich würde jetzt dann das vierte Tor, ich glaube es war das vierte Tor, der Freistoßtrick in der zweiten Halbzeit. Eine Situation, die wir mit ihnen trainiert haben, die wir ihnen gezeigt haben, aber das zeigt ganz einfach, dass die Mannschaft vom Kopf her heute nicht da war, wo sie sein hat müssen. Das mag mehrere Gründe haben. Klar ist es, dass wir aus dieser Situation sehr viel mitnehmen können, sehr viel lernen können und ich für mich aber auch mitnehme, ja, dass man aus dem einen oder anderen ganz einfach vielleicht jetzt noch nicht das erwarten kann, was man sich vielleicht erhofft. Anschlussfrage. Ja, und zwar an den Trainer der Wiener Austria, Christian. Es war, der Markus Schopp hatte schon angesprochen, die erste Möglichkeit hatte Hartberg und die sind auch engagiert ins Spiel gekommen. Warum hat die Austria heute es geschafft, dann so in den Flow zu kommen und so schnell das Spiel in den Griff zu bekommen? Ja, die erste Chance war, glaube ich, der Freistoß. Er ist vorbeigegangen, aber ja, wir haben dann Räume bekommen, uns aber diese Räume erarbeitet, haben mit richtig guter Geschwindigkeit dann nach vorne gespielt, vor allem über die beiden Flügel waren wir sehr, sehr präsent, haben viele Bälle in den Strafraum gebracht, haben dort eine gute Präsenz gehabt und haben dann auch in den richtigen Momenten die Tore gemacht und das hat uns Selbstvertrauen gegeben und dann sind wir in einen Flow reingekommen, was uns in dieser Saison noch nicht oft geglückt ist und ja, es hat uns gut getan und hat uns einen tollen Fußballabend beschert. Georg Kallinger, Kronenzeitung. Markus, warst du nicht vielleicht auch ein bisschen perplex? Ihr habt Spiele gewonnen zu 10, zu 9, durch Kampf, durch die Basics, die man da auf den Platz bringt, die ihr heute komplett habt vermissen lassen. Wie ist es dir da gegangen auf der Bank draußen? Also ihr lacht ja immer, wenn ihr euch sagt, dass wir an jedem Wochenende alles abrufen müssen, um am Ende wirklich was Zählbares mitzunehmen. Ich wiederhole mir immer und dann wird man teilweise jetzt dann schon belächelt, aber es ist einfach so, dass wir mit unseren Möglichkeiten einfach Woche für Woche an unsere Grenzen gehen müssen. Und wenn wir uns da irgendwo anstecken lassen und irgendwo in die Köpfe der Spieler es reinkommt, dass wir zu Wiener Austria fahren und in der Favoritenrolle sind, dann kann man als Trainer die ganze Woche darauf hinweisen, dass das nicht der Fall ist. Aber es ist nachher doch irgendwo so, dass der eine oder andere damit besser umgehen kann und der andere weniger gut umgehen kann. Und das, was ich heute gesehen habe, ist ganz einfach, den einen oder anderen Spieler, der mit der Situation nicht so umgegangen ist, wie ich mir das erhofft habe. Aber ich wiederhole mich, also für mich ist das ganz einfach eins der 22 Spiele. Wir werden das ganz nüchtern und ganz klar analysieren und wissen ganz genau, was wir für die nächste Woche tun müssen, um am Wochenende nachher gegen St. Pölten wieder so am Platz zu stehen, wie wir uns das erhoffen. Gut, ich denke, alle Fragen beantwortet. Oder gibt es noch etwas? Nein, ich sehe nichts mehr. Dann sagen wir Dankeschön und wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende noch. Dankeschön.